Hallo, ich bin vom Evangelischen Ratsgymnasium und heute haben wir den Tag der Nachhaltigkeit. Es geht bei uns um Recycling und um das Thema Nachhaltigkeit. Wir sortieren auf ein Weißglas, also Grünglas und Braunglas. Warum? Verschiedene Farben? Damit man es besser wiederverwenden kann. Ja, recyceln. Also, wieder eingeschmolzen. Ja, damit man es wieder einschmelzen kann und dann kommt wieder ein weißes Glas raus. Oder ein braunes grün, oder ein grünes. Und was macht man mit roten Gläsern? Roten. Marmelade. Sind denn nur drei Container? Rote Gläser gibt es nicht. Es gibt rote Flaschen, blaue Flaschen. Manchmal Likör. Besondere Farben wie Blau-Rot, USB bei Grünglas. Dicke Elektrorot. Da sind ja wertvolle Metalle drin, deswegen sollte man die nicht in die Hausmülltonne schmeißen. Das wird alles recycelt. Und, das sieht ja voll gemein aus. Viele Elektrogeräte sind Magnete und die sind auch sehr wichtig. Und deswegen? Das sind seltene Erden, nennt man das. Das heißt seltene Erden, weil es nicht so viel gibt auf der Welt. Und der Abbau ist sehr umweltschädlich von den seltenen Erden. Und deswegen viel in China abgebaut. Aber man kann halt die ganzen Magnete wieder verwenden. Wir müssen dann anders entsorgen, den kann man reinschmeißen. Nein! Und da kann man einmal bei uns anrufen. Oder wir haben auch auf der Webseite so Online-Formular. Gibt man an, dass man loswerden möchte und kriegt einen Termin und wir holen es ab. Wertstoffhof und da werden Dinge weggeschmissen. Viele Dinge werden ja auch, weil das heißt ja Wertstoffhof, nicht Abfallhof, werden ja recycelt. Aber es gibt noch einen besseren Weg als recyceln. Der ist wiederverwendet. Und das macht hier das Stöberhaus. Weil hier bringt man Dinge her, oder wir holen Dinge, die manche Dinge manche Leute entsorgen, also nicht mehr haben möchten, aber die haben halt, sind noch nicht kaputt oder kann man auch wiederverwenden. Wir sind hier im Stöberhaus Erfurt. Hier kann man Kühlschränke kaufen und man muss sie nicht immer gleich wegwerfen. Anstatt Kinderbücher gleich wegzuwerfen, könnt ihr lieber das Stöberhaus unterstützen. Ja, denn es gibt hier ganz viele Bücher. Im Stöberhaus Erfurt kann man auch Bücher abgeben. Ich habe eine Frage: Was recyceln Sie denn nicht? Wenn man recyceln mit verwerten übersetzt, dann so gut wie alles. Weil verwertet wird sogar der Hausmüll. Weißt du wie? Naja. Der wird verbrannt und dann entsteht ja Wärme. Und die Wärme wird genutzt, um einmal Strom zu produzieren und überhaupt auch für die Fernwärme. Peter, wie kann man denn Nachhaltigkeit unterstützen? Das geht ganz einfach, indem man so gut wie nichts wegschmeißt. Indem man Dinge kauft, die nachhaltig produziert sind und die auch eine lange Lebensdauer haben. Also keine Billigprodukte. Was halten Sie von dem Thema Nachhaltigkeit? Wir halten bei den Stadtwerken sehr viel von Nachhaltigkeit. Wir machen sogar einen Nachhaltigkeitsbericht. Und Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexes Thema. Ist ja auch, das geht ja von der Umwelt bis zum Sozialen. Und Nachhaltigkeit sagt ja nur, dass man auch einfach ausgedrückt, dass man an die Welt von morgen denkt, nicht nur an den Tag hinein, sondern auch überlegt, was verursacht mein Handeln für die Zukunft. Dann drucken die nicht mehr. Ist der noch aktuell? Für dieses Jahr noch. Und nächstes Jahr haben wir keinen Abfallkalender mehr. Also weil wir gesagt haben, zu viel Papierverbrauch. Wir haben ja die Webseite, wo man den Entsorgungstermin sehen kann und fast jeder hat auch jetzt ein Handy und kann jetzt die App runterladen. Da braucht er nicht diese Papierabfallkalender. Die neue App geht noch nicht, aber die alte. Alte geht noch, ja. Das sieht man wird die dann gelöscht oder ist die auch noch? Die wird dann, es gibt ein Update und dann mit den neuen Funktionen. So, die Stadtwerke machen ganz, ganz viel in Erfurt. Das fängt an, wir sind ja hier bei der Entsorgung, Entsorgungsbereich, dann wir haben Winter, wir räumen auch den Schnee und wenn kein Schnee, Schnee liegt, putzen wir die Straßen, also Straßenreinigung. Eins, go. Wir haben heute sehr viel über Nachhaltigkeit gelernt, zum Beispiel, dass wenn man
Sachen nicht mehr braucht, sie hierher verlagern kann. Wie zum Beispiel Schallplatten, CDs, also ja, oder halt Hörspiele. Wir waren heute im Stöberhaus Erfurt und davor waren wir noch im Werkstoffhof Erfurt. Wir haben gelernt, dass man Sachen nicht gleich wegwerfen sollte und sie wieder recyceln sollte. Man kann sich auch zu Hause Komposte anlegen und nützen.